Muss man sich als Steuerzahler jetzt Sorgen machen, wenn Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht vor der Türe stehen? Heißt das, man ist etwa kein Leistungsträger? Ist nur ein ehrlicher Dummer? Ganz so ehrlich allerdings ist der Deutsche dann auch wieder nicht. Die meisten halten Schummeln bei der Steuererklärung für ein Kavaliersdelikt. Nur, was die Kavaliere aus Liechtenstein und ihre Kunden sich da erlauben, das geht dann doch über des Deutschen Schummelschnur. Das Staatlein von der Fläche Wuppertals betätigt sich in schönster Scheinheiligkeit als Raubritter der Steuervermeidung. Eine Stiftung zu gründen, das klingt nach Wohltäter und Gutmensch. Eine Stiftung in Liechtenstein ist das genaue Gegenteil. Mit Begriffen lässt sich ja so herrlich lügen. Herbert Klar und Ulrich Stoll berichten. Ein Idyll in den Alpen, das Fürstentum Liechtenstein. Eingebettet zwischen den Schweizer und den österreichischen Bergen. Nur 34.000 Menschen leben hier und doch ist im engen Tal Platz für 75.000 Briefkastenfirmen. Liechtenstein, für deutsche Steuerfahnder eine Fluchtburg für Geldwäscher und Steuerhinterzieher. Die Einwohner von Liechtenstein kriegen wir locker auf der Südtribüne des Dortmunder Fußballstadions unter. Und trotzdem haben wir mit diesem parasitären Zwergstaat zu viele Probleme. Es liegt unter anderem daran, dass es auch in Europa bisher keine einheitliche politische Willensbildung gibt, die hier mal etwas Druck aufbaut. Und deshalb können noch immer tausende Deutsche hier ihr ganz persönliches Steueroptimierungsprogramm verwirklichen. Mit einer sogenannten hinterlegten Stiftung, einer anonymen Geldanlage bei einem Treuhänder. Und das geht so. Ein deutscher Steuerpflichtiger schleust sein Geld am Finanzamt vorbei zu einem Liechtensteiner Treuhänder. Der gründet eine Stiftung und bringt das Geld meist auf ein Schweizer Nummernkonto. Die Unterlagen, die die Identität des Stifters verraten, wandern in den Tresor des Treuhänders, unerreichbar für deutsche Steuerfahnder. Vom Schweizer Konto kann der Stifter sein Schwarzgeld wieder abholen. Der Vorteil einer Stiftung liegt in der Anonymisierung, in der Verschleierung des Eigentümers. Ein weiterer Vorteil einer Liechtensteiner Stiftung ist die Tatsache, dass Liechtenstein keinerlei Rechtshilfe leistet. Insofern ist Liechtenstein eine willkommene Fluchtburg für Drogendealer, Waffenschieber und natürlich auch Steuerhinterzieher. Rund 150 Treuhänder warten in Vaduz auf Kunden aus aller Welt, sorgen für eine diskrete Abwicklung der Geldgeschäfte. Auch der ehemalige Postchef Klaus Zumwinkel versteckte Millionen vor dem Fiskus in Liechtenstein unter dem Decknamen Devotion Family Foundation, das bedeutet Hingabe. Zumwinkels Millionen sind hier verborgen bei der LGT-Treuhand, der vornehmsten Adresse für Schwarzgeld. Aus diesen Räumen gelangten die geheimen Stiftungsunterlagen in die Hände des Bundesnachrichtendienstes. Der BND kaufte die Daten und löste den größten Steuerskandal in Deutschland aus. Das Staatsoberhaupt des Fürstentums, Erbprinz Alois, gibt sich heute empört. Nicht über die Steuerhinterzieher, sondern über die deutsche Regierung. Offensichtlich hat die deutsche Regierung immer noch nicht verstanden, wie man mit befreundeten Staaten umgeht, die eine direkte Demokratie kennen. Deutschland sollte seine Steuergelder besser dafür einsetzen, um sein Steuersystem in den Griff zu bekommen, als Millionenbeträge für gestohlene Daten auszugeben. Der Fürst ist verstimmt, weil die Daten ausgerechnet dem Geldinstitut der Fürstenfamilie abhanden kamen. Nach Informationen von Frontal 21 wurden hier auch regelrechte Handlungsanleitungen zur Steuerhinterziehung verfasst. Das, was dort geleistet wird, ist im strafrechtlichen Sinn eine klassische Beihilfe. Und wenn es sein soll, wird auch angeboten, dass der Transport des Schwarzgeldes übernommen wird. Seit Jahrzehnten bieten Stiftungen Steuerhinterziehern und Geldwäschern Unterschlupf. In den 80er Jahren hortet die DDR Millionenbeträge bei der Präsidialanstalt in Liechtenstein, um illegale Embargo-Geschäfte zu machen. Und die CDU versteckt hier jahrzehntelang illegale Parteispenden in Millionenhöhe, getarnt als Stiftungen und Vermächtnisse. Treuhänder der CDU war Herbert Badliner, ein Freund Helmut Kohls. Nach der Entdeckung der schwarzen Kassen nimmt der Bundesnachrichtendienst Liechtenstein ins Visier. Schon 1999 kritisiert der BND die Geldwäsche-Community Liechtenstein, die Vermögensverschleierung durch anonyme Stiftungen.
Das Fürstentum Liechtenstein gilt als eine der ersten Adressen für die Anlage von Vermögenswerten, die nicht immer zweifelsfrei legalen Ursprungs sind oder sogar eindeutig aus illegalen Geschäften stammen. Deutsche Steuerflüchtlinge versteckten bei Treuhänder Badliner ihr Geld, wie diese CD-ROM beweist. Sie enthält geheime Daten zu Tausenden von Stiftungen. Die Bochumer Staatsanwaltschaft konnte damals dank der CD-ROM fast 100 Millionen Euro hinterzogene Steuern eintreiben. Frontal 21 vorliegende Unterlagen beweisen, dass damals auch renommierte deutsche Banken ihren Kunden bei der Steuerhinterziehung via Liechtenstein halfen. Zum Beispiel die Domira Stiftung. Dem deutschen Stifter war die Dresdner Bank behilflich, den Kontakt zum Treuhänder herzustellen. Die Dresdner Bank hat schon in den 70er und 80er Jahren ihren solventen Kunden das freundliche Angebot gemacht zur Steuerhinterziehung, wenn ihr eine Stiftung in Liechtenstein braucht, dann vermitteln wir die euch gerne. Und diese Tradition ist offensichtlich bis heute ungebrochen, auch von anderen Banken fortgeführt worden, was sich an den jetzigen Durchsuchungen zeigt. Gestern wurde die Münchner Filiale der Dresdner Bank durchsucht. Dabei ging es um Kundenkonten, nicht um die Bank selbst. Obwohl immer wieder Insider enthüllen, wie deutsche Steuerflüchtlinge ihr Geld nach Liechtenstein schaffen, bleibt die Politik über Jahre erstaunlich tatenlos, unternimmt wenig gegen das Stiftungsunwesen. Die Politik hat damals empört reagiert, dass es so etwas gibt und hat also auch hier gesagt, es müsse sich ändern. Nur bei den Worten ist es geblieben, es hat niemand etwas. Das Fürstenhaus ist mit seiner LGT-Bank in Deutschland wohl immer noch gut im Geschäft, obwohl die fürstliche Familie selbst tief ins Stiftungsgeschäft verstrickt sein soll. Liechtenstein scheint die Razzien in Deutschland aussitzen zu wollen. Bisher war das immer erfolgreich. Amerika hatte den Liechtensteiner Banken also massiv mit Sanktionen gedroht, als ob Europa das nicht auch könnte. Ab kommenden Jahr gilt in Deutschland die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge. Schon jetzt verzeichnen Experten eine weiter wachsende Kapitalflucht.